Na, wird es vielleicht jetzt irgendwo... Oh! Die ist schon gut geworden. Ist sie wenigstens Battleskate. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ja. Okay, sie ist jetzt nicht ultra hässlich. Sie ist wirklich nicht ultra hässlich. Aber sehr hässlich. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Case Opening, gesponsert von Skin Baron. Erstens, ihr seht, ich habe mir ja schon einige Kisten rumgewurstet, 207 um genau zu sein, die werden wir aber nicht alle öffnen. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft, bei Skin Baron kann man seine Skins für echt Geld verkaufen oder eben für echt Geld Skins kaufen. Es ist der deutsche Marktplatz für CSGO Skins, aber auch für H1Z1, wobei ich da jetzt nicht so... Falls ihr hier noch nicht angemeldet seid und mich etwas unterstützen wollt, könnt ihr euch gerne anmelden mit meinem Link, der hier unten in der Videobeschreibung steht. Oder mit meinem Codewort, das am Anfang im Intro eingeblendet war. Also Zubehör und Schlüssel. Natürlich habe ich mir bereits im Vorfeld überlegt, welche wir aufmachen. Ich habe mir die ganzen Sachen aufgeschrieben und auch schon auf die ganzen Schlüsselchen geklickt. Wenn ihr hier Schlüssel kaufen wollt, einfach hier zack in den Warenkorb. Ich habe das schon erledigt und habe jetzt hier alle meine Schlüssel drin. Euch fällt auf, dass die Preise deutlich niedriger sind als bei CSGO selbst. Das ist halt nice. So, wir haben jetzt die 50 Euro fast voll. Das sind alle Schlüsselchen, die wir heute jetzt gleich kaufen werden. Ihr seht, 15 Handschuhkisten werden geöffnet. Wenn ihr euch jetzt fragt, Moment mal, warum hier, das sind doch verschiedene, warum hast du nicht hier von den günstigeren einfach mehr geholt? Auf dieser Seite bietet ja privat für privat an, das heißt 10 Schlüssel wurden für 1,75 € angeboten und die kaufe ich alle. Dann sind keine mehr da, dann kommen die nächst teureren für 1,79 €. Wenn ich einfach hier drauf drücke, dann sehe ich's. Hier könnt ihr es sehen, ne? 10 Stück für 1,75 € und dann muss ich eben die nächsten für 1,79 € kaufen. Natürlich werden immer die günstigsten Sachen genommen, ne? Es fängt jetzt nicht hier unten an oder sowas. Das hier wird keine Sau kaufen. Dann schlage ich mal zu, bevor das Angebot weg ist, also bevor jemand mir die Sachen hier wegkauft. Ich drücke hier einfach auf Weiter. Dann zahle ich mit dem Skin Baron Konto. Ihr könnt hier aber auch über PayPal zahlen, beziehungsweise über diese Arten auch euer Skin Baron Konto einfach aufladen, wie ihr wollt. Und drücke auf Jetzt kaufen. So, Loading. Und da haben wir es auch schon. Vielen Dank für deinen Einkauf. Der Security Code ist folgender. Den schreibt man sich einfach kurz auf, wenn man ihn sich nicht merken kann, so wie ich. Und drückt auf OK. Jetzt seht ihr, der Warenkorb ist leer. Das Geld ist abgebucht. Also, ich schließe Skin Baron somit. Und siehe da, was haben wir hier? Ein Pending Trade Offer. Was wird das wohl sein? Natürlich die Schlüssel. Und hier merkt ihr noch eine weitere echt geile Sache. Skin Baron schickt nur einen Trade für einen Kauf. Egal wie viele Sachen ihr kauft, ihr müsst da nicht 1000 Trades annehmen, es ist ein einziger. Und, schaut mal hier oben, der Code, 2VM6B, 2VM6B, es ist, also man erkennt ja auch, dass es jetzt der Einkauf ist. Wir sind zurück in CSGO, was haben wir da? Vielen, vielen Dank an Skin Baron für diese heftige Unterstützung. Denn auch hierdurch kann ich sehr, sehr viele Giveaways überhaupt erst umsetzen. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an, ich spür's schon. Das wären Handschuhe. Oder nix. Eins von beiden. Ja, scheiß die Wand an. Ach ja, ihr seht, ich habe auch dieses Vanguard. Soll ich mal so ein Ding zuerst aufmachen? Komm, wir machen mal, wisst ihr, guck mal, was da drin ist. Auch nochmal vielen Dank an euch, die mir die Kisten gegeben haben, gell? Da ist die Fire Elemental drin, ah. Die sieht nass aus, die Kartell, oder? Die ist auch nice. Und der Rest ist kacke. Also, das Rare Special Item ist natürlich auch sick. Komm, ja. Machen wir los, ja. Uralte Kiste, vielleicht ziehen wir auch was Uraltes. Also nichts Blaues. Ah! Naja, immerhin Urban. Oh, ist die neu? Moment mal. Die ist doch FN. Factory New. Wir sind jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich, Leute. Wir wollen nichts schönreden. Die sieht schon echt schön aus. Also so ein bisschen, oder? Ich guck mal kurz, was er wert ist. Leute, 31 Cent. Hab ich was verpasst? Die ist ja gar nicht schlecht. Egal, Glove-Kiste. Wir machen natürlich die hier auf. Weil da sind die Gloves drin. Die Gloves, hat das bei Big Walling gesehen? Er hat Gloves. Und er hat sogar ein passendes Knife-Design. Gloves. Gloves! Ich mach kurz die Augen zu. Ich mach's dann mal auf. Die ist sogar schon mal runtergefallen. Das sehe ich doch hier. Viel testet. Auch kein schlechter Skin. Aber hat auch keinen Handschuh. Ich spür's. Heute gibt's die Handschuhe. Du musst einfach dran glauben. Du musst einfach dran glauben, dann geht das schon. Ich gucke jetzt nur zu euch, aber ich sehe natürlich direkt unter der Kamera, sehe ich... Ich dachte, es wäre irgendwas Purples, Sirus. Wir müssen uns ganz kurz mal so eine Koma-2-Kiste schnappen. Oh shit. Ich habe dafür 2 Schlüssel gekauft. Oh, da ist die Neon Rider. Die hat mich ja mittlerweile schon, dank euch. Aber eine zweite, so zum Giveaway, wäre nicht schlecht. Und eine Hyperbeast. Geht natürlich auch. Aber jetzt nehmen wir hier das, die Origami. Habe ich mir schon immer gewünscht. Die ist schon nice. Die ist schon nice. Die ist schon gut geworden. Ist sie wenigstens Battlescared. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ja. Spectrum 2. Was ist da? Die Goo. Und die Tacticat. Warte, das ist doch die geile Ding drin. Nee. Dieses Skelett. Ump. 45. Ump. Die ist geil. Die ist geil. Nicht geil. 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 Da ist sie ja, bin ich blind? Geil. Geil. Ich nehme an, das wird jetzt die Morris. Naja. Was soll's? Was soll's? Es ist die Hunter geworden. Okay, sie ist jetzt nicht ultra hässlich. Sie ist wirklich nicht ultra hässlich. Aber sehr hässlich.
Naja, wir machen nochmal hier so eine, was habe ich noch? Spectrum. So eine normale Spectrum, was ist da drin? Die Dezimator, ne? Ja. Oh, und die Bloodsport. Willkommen zum Money Waste Simulator. Na, wird's vielleicht jetzt irgendwo... Oh mein Gott! Ja, ist nicht schlecht. Das erste Mal seit langem, dass ich wieder was Mittelprächtiges ziehe. Muss ich wirklich, ja. Und dann noch ein Stat-Track. Leute, mir wird ganz warm. Was habe ich gesagt, 20 Euro kostet die? Fehlen ja nur noch 30. Dann sind wir schon mal bei null. Aber komm, jetzt machen wir noch so eine Chroma-2-Kiste auf. Ich rieche hier natürlich auch ganz klar das rare Special-Item. Ich glaube jetzt, Achtung, die Lacksträhne musste einfach weiter. Ja, die Lacksträhne ist vorbei. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich jetzt Glück habe? Ich weiß es nicht. Factory New! Das ist ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Einfach nochmal so eine Chroma-2-Kiste. Die sagt uns, hey, ich gebe dir einfach, und jetzt pass auf, eine Valenz. Schön, die ist wirklich schön. Leute, die ist 10 Cent wert, ne? Die Armored Core, auch 10 Cent wert. Die Hunter, 10 Cent wert. Die Origami, 13. Brrr. Leute, wir haben praktisch noch fast einen Euro mit den ganzen anderen Dingern. Die ist 30 Cent wert, ne? Hab ich vorhin gesagt. Oder so. Und die Polymer, ach Gott. Bei dem Sammler kriegst du die für... Pff, mach 40 Cent raus. Ja? Wir wollen ja Gloves, wir machen noch eine Glove-Kiste auf. Also Glove oder Dragonfire? Eine Turf, Haben wir ja schon festgehalten, die Waffe sieht so aus, wie sie heißt. Field Tested. Oh, das trifft mich hart. Wir haben so viel Glöfs, komm. Komm, die letzte ist es einfach. Roll das Scheißding. Oh, eine Syro ist schön. Ja, schön, ne? Ich guck einfach durch so ein kleines Löchel. Ach, fuck! Ja, die Black Sand, schön, schön. Galila, ja, Black Sand. Warte mal, die ist echt gar nicht so, sie ist nicht extrem übel. 11 Cent. Das ist ein kleines Vermögen. Die letzte Vanguard-Kiste wird geöffnet. Und natürlich bekommen wir eine Kartell. Man sollte ja grundsätzlich das Rare Special Item wollen. Du musst auch klicken. Minimal Wear. Wir machen noch eine Spectrum Case auf, komm, Mittelabwechslung. Die Ripple Cripple, wie sie mich anguckt. Wisst ihr, was lustig ist? Bei der Spectrum Case habe ich beim ersten Drehen damals im Livestream auch direkt ein Ding bekommen. Na, eine Fever Dream. Ist gar nicht so schlecht. Sieht aus wie eben, ja, so Saison, aber auch wie Drachenschuppen, Schuppen eines Kötels. Preis 50 Cent. Leute, wir sind jetzt wahrscheinlich bei ungefähr 22 Euro in Skins von 50. Warte mal ab. Ich mache wieder meine Augen zu. Weil es kommt eigentlich so ein Geräusch, wenn man was Gutes hat. Und wenn nichts Gutes hat, ich kann es euch direkt sagen. Nichts Gutes. Weißt du was? Wir machen jetzt nochmal einen Glove auf und da muss ich, glaube ich, auch nochmal ganz kurz mich einfach umdrehen, um dann, Ich höre nur rein. Ich höre einfach nur rein. Achtung. Warum Turf? Warum gibt's überhaupt den Skin Turf? Wer dachte sich, Mensch, das ist ein schöner Skin. Niemand. Jeder dachte sich, ah, so Gloves, die sind schon nicht schlecht für den Dumbabla. Die sind wirklich, die fehlen irgendwie noch. Ja. Na, Ironwork fehlt auch, ja. Well Worn auch noch, super. Der hat praktisch im Arsch von jemandem gesteckt. Super. Gloves, Glovey. Gib mir was Schönes, ich warte. Na, Ironwork. Also irgendwie wird es langsam knapp im Glove Olymp. Aber vielleicht, wenn ich so seitlich gucke. Ja, eine Black Sand. Geil. Die zweite, ja. Sau gut. Können wir nicht an dem Erfolg von hier anschließen vielleicht mit dieser Spectrum Case und einfach total das geile Ding ziehen? Irgendwie das hier? Oder eine Neo Noir. Hab ich auch noch nicht. Sieht ziemlich nice aus. Gut, eine Cripple. Dann wird's halt eine Cripple. Rippelche. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Was soll ich... Wie kann man sein Glück erhöhen? Ich spiele jetzt mit dem Knife, das ich habe. Und natürlich mit Abschutzdeckung, damit ich mir nicht ins Gesicht schneide. Und... Oh, eine Sonar. Fuck. Und auch noch Battlescat. Da sieht man ja gar nichts mehr drauf. Ich spreche noch von der Tsunami, dann kommt eine Blueprint, geil! Glove, Glove, Leute, kommt, schlagt in die Hände zum Himmel. Schenkt mir ein Lächeln, Koma 2. Zauber es mir aufs Gesicht. Warum nicht die Stat-Track? Immerhin eine Heat. Nee, die Heat ist wirklich geil. Also, das ist eine meiner Lieblings-Swag-Sevens. Ist schon nice. Ihr kennt erst von meinen Top-10-Videos. Ich bin da nicht preistechnisch an irgendwas gebunden, was mein Gefallen der Skins angeht, sondern wirklich nur, wie sie eben aussehen. Und die Heat ist schon wirklich... Ja, wir machen jetzt noch ein Glove auf. Glove? Langsam haben wir alle blauen durch. Kann ich was Cooles? Ja, eine Black Sand. Sehr schön. So, noch eine Spectrum und dann die letzten drei Glove. Jetzt, Leute, jetzt. L.A. Noir. L.A. Noir. Cripple, nein. Gloves. Na so nah, ja. Die letzten zwei Glove Cases. Es ist ganz klar, wenn es die nicht wird, dann wird es die letzte. Das ist logisch.
Was? Okay, passt auf. Ich mache jetzt direkt, ich mache dir so rum auf. Das ist der Trick dabei, dass die Gloves rauskommen. Da musst du so dreimal anklicken und dann einfach hier drauf und abwarten. Muss nur abwarten. Da. Ah, sehr schön. Das war ja mal wieder eine Ausbeute, eine total wahnsinnige Ausbeute. Also wir haben jetzt hier ungefähr in Skins, keine Ahnung, 25 Euro gezogen. 50 Euro ausgegeben. Nochmal hier, vielen Dank an Skinbaron. Okay, wisst ihr, was der Vati jetzt macht? Ich überlege gerade, ob ich noch so einen kleinen Uptrade-Ding mache. Dass wir wenigstens noch irgendwas Purpliges haben für euch. Komm, das mache ich jetzt. Wir haben ja so viele doppelt. Komm, komm. Wie viele Polymers wir haben, krass, Mann. Ja, und drei Black Sands. Super, wirklich super. Habe ich mir immer gewünscht. Komm, Urban Hazard, weg mit dem Scheiß. Warte mal, die ist 24 Cent wert. Nee, warte. Und hier noch so eine Sand, fuck. Bei der FN. Ja, nice. Und jetzt passt auf, was das wird. Eine Nova Gila, oh Gott! Ja, ne! Da hat's gelohnt. So, die Nova Gila ist 23 Cent wert. Wir haben jetzt ungefähr, ja, was waren die anderen so wert? Im Schnitt 10 Cent. Wir haben jetzt ungefähr 1 Euro ausgegeben, um auf diese 23 Cent Schrotflinte zu kommen, die immerhin Minimal Wear ist. Die ist schon wirklich agil, die Gila, ne? Na komm, was soll's? Ich schieb den ganzen Scheiß rüber auf den Main-Account und hau die ganzen Sachen dann wieder raus zu den Giveaways. Ihr wisst ja, Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Seid dabei und seid cool, okay? Ihr müsst total cool sein, ja. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.